Am Freitag, den 27. Oktober, steigt das letzte Viertelfinale der World Boxing Super Series. Jürgen Brämer und Rob Brandt kämpfen an diesem Abend in Schwerin um das letzte Halbfinalticket im Supermittelgewicht. Der Sieger trifft dann auf Calum Smith. Wer in diesem Fight die Nase vorn hat? Boxsport liefert eine Prognose dazu. Nach dem Ausscheiden von Marco Huck ist Jürgen Brämer der letzte verbliebene Deutsche im Turnier. Mit seinen 39 Jahren gehört der Stralsunder aber noch lange nicht zum alten Eisen. Denn in seinen 51 Kämpfen blickt er auf 48 Siege und lediglich 3 Niederlagen zurück. Seine Erfahrung dürfte ihm also in die Karten spielen. Allerdings bekommt er es bei Rob Brandt mit einem richtig harten Brocken zu tun. Denn der US-Amerikaner hat seine 22 Profikämpfe allesamt gewonnen. 15 davon durch K.O. Was wird sich also durchsetzen? Die Ruhe und Erfahrung von Brämer oder die Power und Unbekümmertheit von Brandt? Boxsport geht von einem hart umkämpften Fight aus, bei dem sich der geduldigere Boxer knapp durchsetzen kann. Das spricht für Jürgen Brämer, besonders weil er für die Turnierteilnahme extrem geackert hat und sich laut eigener Aussagen auf die Gewichtsklasse Supermittelgewicht mit Salat heruntergequält hat. Trainerikone Uli Wegner traut dem Ex-Champion im Halbschwergewicht sogar den Turniersieg zu. Am Freitag gibt es die endgültigen Antworten im Ring. Der Kampf wird bei Sky Select und runfighting.de als Pay-Per-View übertragen. Bis dahin empfiehlt sich die neue Boxsport-Ausgabe, die unter anderem auch die Champions League des Boxens thematisiert. Das Heft ist wie immer randvoll mit den angesagtesten Stories aus der Boxwelt. Ab sofort im Handel.